い、皆さんこんにちは、りなです。今日は私の両親にこちらのプレゼントを渡したいと思います。これが日本から持ってきた和菓子です。ありがとうございます。すごい全部俺のだ。Takas Eltern haben euch wieder ganz leckere japanische Süßigkeiten mitgebracht. Die halten sich nicht lang und deswegen dürft ihr sie ganz schnell aufessen, wenn ihr das möchtet. Und ich würde sagen, wir packen erstmal eins nach dem anderen aus und dann könnt ihr die Sachen probieren, die interessant für euch aussehen. Jetzt sagen wir erstmal vielen Dank, arigato gozaimasu, für die Sachen. Lecker. Bin mal gespannt. Ich sehe schon, wie das hier läuft. Normalerweise sind die kleineren Sachen die besseren und teurer. Kleiner ist besser. Ja, kleiner. Oh, schau mal, wie schön. Oh ja, hübsch. Sehr schön. Ich muss mal rein gucken. Auspacken kann ich schon. Jitto. Oh ja, ganz hübsch. So rum oder so rum? So rum. Diese Schnur ist übrigens aus Washi gemacht. Mhm. Das wird so ganz dünn gezwirbelt. Mhm. Und das wird dann oft eben für so Geschenke einpacken und sowas. Schon ganz lange traditionell so verwendet. Sehr schön. Ja, sowas ist auch schön. Aha, und der Papa. Eins. Dann mache ich mal erstmal auf. Ja, jetzt warte mal, wir gucken erstmal, was ist. Ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, was ist. Taka, was ist was? Was ist das? Ah, それね、抹茶のどら焼きみたいな感じの。Okay, also das ist irgendwas mit Matcha und so roter Bohnenpaste. Und wo macht man es auf? Wie immer. Ich kann das nicht. So. Ah, das ist hübsch. Sehr schön. Mhm. Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, kannst du mal da drauf. Sehr schön. Ein grünes Teil auf einem grünen Teller. So, und isst man das jetzt mit der Hand oder mit der Gabel? Nein, ich habe jetzt extra eine Gabel hingetan, damit du es mit der Gabel essen kannst. Ganz vornehmen. Aber ich würde es, wenn ich es alleine essen würde, würde ich es so Sehr lecker. Schmeckt es nach roter Bohnenpaste und Matcha? Sehr gut. Ich will auch ein bisschen. Aber ganz fluffig. Sehr lecker. Danke, Mama vom Taka. Sehr lecker, danke. Tabete miru? Ja, iyo iyo. Nihon de kaita taberu desu. Demo tabeta koto nai desho? Wie eine Wolke aus. Ja? Aus ganz, schön aber fluffig. Ganz leicht Matcha. Ja. Schön fluffig, sehr guter Geschmack. Ja. Wir machen gleich weiter. Was ist das Braune? Einen Moment. mit dem Tee schmeckt das sehr gut. Ja, wir haben extra grünen Tee gemacht. Mach du auf. Was ist das? Was ist das? So, was war das denn? Taka kann sich auch nicht dran erinnern, was das war. Gib mal ganz kurz her. Sehr gut, ne? Aufpassen, weil da ist Pulver drin. Oh! Irgendwas machen wir falsch. Ja, irgendwas macht ihr aber eindeutig. Kleber klebt echt gut. Dann braucht man einen Teller. Ist es zu? Nein, also das ist zu, ja, das ist nochmal verpackt. Naja. Das ist hier der, keine Ahnung. Ja, der Picker. Der Picker von dem. Also das sind zwei Stück. Das Pulver heißt Kinako und es ist aus Sojabohnenpulver mit Zucker. Aha. Ich stehe da nicht so drauf, aber eigentlich ist es ja beliebt. Ja, mach. Soll ich? Bist du nicht mutig? Doch. Das ist lecker, da muss man nicht mutig sein. Schmeckt halt wie irgendwas, was wir gar nicht kennen. Genau. Schmeckt aber gut. Ist nicht so meins. Doch, ich finde es lecker. Sehr gut. Wie ist die Konsistenz von dem Kügelchen? Weich. Ja? Ja, da war auch so ein bisschen was. Ein bisschen klebrig, aber weich.
von ist das mit Gummibärchen. Reis? Gummibärchen. Ja, ein bisschen. Ja, das ist bestimmt auch aus Reis. Und das isst man jetzt so. Nicht so? これはそのままで食べるの残りを。うん、多分。こう。でも、むせるから気をつけた方がいいよね。Aufpassen, weil das Pulver ist nicht, dass du dich verschluckst. Mhm. Deswegen sage ich, aufpassen, dass nicht das genau. Ist zu viel. Aber es geht nur mit der Kugel am besten, ja. Ja. Aber das war gut. Die Kugel mit dem zusammen war gut. Also neue Erfahrung für euch. Ja. Mhm. Kinako. Kinako. Und was ist jetzt Kinako? Es ist Sojabohne gemahlen, also getrocknet, gemahlen und dann mit etwas Zucker verfeinert. Das da. Ja. Und was ist die Kugel? Das wird Mochi sein. Also Mochi. Auch wieder. Warabi Mochi war nani de dekiteru? Warabi Mochi war. Wakanai. Mizupoyo ne. Mizumochipoyo ne. Nandesho ne. Doyate tsukuteru? Doyate tsukuteru? Mochi no to no chigai ga wakanai. Wir wissen es nicht. Also, oh. Ich glaub, hat eine Ahnung. Von der Konsistenz ein wenig an Mochi erinnert. Ja. Mmh, oh. Da sind ja noch mehr Sachen. Mhm. Mmh. Jetzt habt ihr hier mit Erklärung von allem, was es gibt. Aber das ja, ja. Der Seite. Einmal diese hier. Ah, die kenne ich ja. Sehr schön. Genau. Lecker, ja. Dann lecker, lecker. Das habt ihr gerade probiert. Mhm. Mhm. Das hier habt ihr auch gerade probiert. Mhm. Ja. Und das letzte ist, glaube ich, saisonal und deswegen ist es da nicht drauf. Ah ja. Mhm. Genau. Das sind auf jeden Fall wieder. Genau. Und das ist quasi das gleiche, nur hat es ein bisschen eine andere Füllung. Das ist nämlich saisonales mit Kaffee? Nein. Nein. Maronen. Oh, I like Maronen. Das mag ich sehr gerne. Das ist aber alles meins. Nein. Genau, und wir haben eigentlich mehr mitgebracht, damit auch der Alan was davon haben kann. Nein. Also die Marolensachen schmecken dem Alan sowieso nicht. Das ist auch nicht wahr. Nee, das machen wir dann schon auch. Teilen wir uns jetzt ein. Ja, ja, das ist groß genug. Das ist riesig. Ja. Ha, ich war gut. Mhm. Oh, das ist echt groß. Mhm. Da musst du vielleicht noch mal reinbeißen, damit du auch mehr von der Füllung hast und weniger von der. Das Außen ist ja quasi wie so ein Pfannkuchen. Mhm. Ja, so sehr lecker. Mhm. Pancake. Mecha mecha oishi. Mhm. Da hast du die riesige. Ja, weiß ich nicht. Dorayaki oishi, ne? Nein. Ach doch, aber da ist ganz viel. Mit der Marone. Sehr lecker. Lena hat die besten Teile von der Mitte. Ja, sehr viel. Von der Kante? Da ist viel Kuri. Ah. Hm? Wirklich? Wow, Kuri ist sehr viel. Das ist sehr lecker. Das ist sehr lecker. Das ist am besten. Der Papa will sich da immer nicht so festlegen. Also das ist schon sehr gut. Auch der Pfannkuchenteig. Ja, ja, sehr fluffig, alles sehr. Wobei lecker. Das vorhin, das mit dem Matcha, war noch fluffiger irgendwie. Ja. Das war irgendwie anders. Ich dachte, es wäre der gleiche Teig. Aber nee, das war anders. Mhm. Also sehr gut. Mhm. Und jetzt habt ihr 3 Tage, um alles aufzuessen. Wir schaffen das. Der Alan will auch was. Deswegen sage ich, wir geben da was dem Alan davon und dann geben wir vielleicht noch den. Tanten und Onkel? Nein! Alan und Taro können probieren. Angenai Rashi. Okay, ihr müsst jetzt ein Ranking. 1, 2 oder 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, also Kinako hat verloren. Nein, ist nur auf dem hat als Dritter gewonnen. Ja, so rum, genau. Und die beiden sind wohl sehr, sehr gut angekommen, dass sie sich gar nicht entscheiden können, welcher davon besser ist. Mhm. Also ich fand das da besser. Das ist ja auch alles ein bisschen aber Geschmackssache. Das war auch sehr toll, weil es sehr fluffig war. Ja, und guter grüner Geschmack. Das stimmt. Ja, Mama auch mal. Es ist größer. Der kann gar nicht mehr reden. Da war ein einfacher Mensch. Ja. Sehr schön. Papa war Dorayaki, Mama war Matcha. Was machst du? Das ist Nagoya-Chizu.
あ、そうなの。さっきの和菓子のラッピングの。名古屋城がここにあって、で大須観音があって、でここに四毛道があって、でここの下に熱田神宮。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